Einen wunderschönen guten Tag. Wir lassen jetzt die Fahrgäste einsteigen, dann warten wir noch auf den Intercity aus Koblenz. Und damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Trier-Gerolstein. Wir fahren heute die Baureihe 648, einmal von Trier bis zum Enthalt. Stehen hier aktuell im Hauptbahnhof. Direkt neben uns ein Intercity und hier ein 151er mit einem Containerzug. Wir bereiten zuerst einmal unsere Triebzuggarnitur vor und dazu öffnen wir als allererstes natürlich die Türen. So, im Führerstand angelangt, sehen wir auch schon die andere Regionalbahn, die uns entgegenkommt. Hier rechts wahrscheinlich ein paar Kühlwagen. Ja, die Türen sind bereits geöffnet. Wir schalten uns hier vorne einmal die Beleuchtung ein. Die Instrumentenbeleuchtung leuchtet schon, genau. So, weiter geht's mit der PZB. PZB Zugart O. Selbstverständlich ist ja ein Personenzug. LZB haben wir hier nicht an Bord, brauchen wir auch nicht, gibt es auch nicht auf der Strecke. Weiter geht's mit dem Fahrtrichtungswender. Vorwärtsfahrt. Ja, das Hauptsignal steht noch auf Rot. Wir können mittlerweile auch hier die Zugbremse anziehen und hier lösen. Ja, was gibt's noch zu tun? Wir müssten eigentlich fertig sein. Ja, PZB spricht, wie es scheint, an. Hier drüben haben wir auch nichts weiter einzustellen. Hier hätten wir dann nochmal den Scheibenwischer, den brauchen wir aber jetzt auch nicht. Ja, hier der Schalter, um den Führerstand zu aktivieren. Notbremseüberbrücken brauchen wir nicht. Tunnelfahrt, das sind hier drüben auch Leuchtmelder, wenn ich das richtig erkenne. Ja, Signal, Licht und. Okay. Das hätten wir dann soweit geschafft. Wir warten dann mal darauf, dass uns die Ausfahrt gewährt wird. Ja genau, das Führerschutzlicht können wir auch ausschalten. Die Instrumente oder Instrumenten sind ja beleuchtet. Oha! 218er Doppeltraktion. Und ein ziemlich langer Intercity, muss ich sagen. Wir können ja gleich mal Wagen zählen. So, zwei 218er. Ein Wagen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 Wagen. So, unser Signal sollte jetzt umspringen. Genau, Ausfahrt mit 60. Einwandfrei. Wir gucken auch nochmal, ob niemand am Zug dranhängt. Ist nicht der Fall. Dann können wir los. Nächster Halt, Trier Ehrang, Bahnsteig 3. Oh, hier drüben Feuerwehreinsatz. Der ADAD ist auch da. Naja, wahrscheinlich ADAC. Hat man wahrscheinlich die Markenrechte nicht bekommen. Ja, die Strecke selbst ist von GBE. Die Vegetation, wie es scheint, auch. Ich habe die Strecke einfach mal ausgewählt, weil wir bislang die Strecke Trier-Gerolstein hauptsächlich in PTP 2 gefahren sind. Ja, und das ist schon ziemlich lange her. Einzelne Einblicke in das Addon hier habe ich ja auch schon
im Train Simulator gewährt, allerdings nicht sehr oft, da die Strecke mir persönlich nicht so zusagt. Aber ich finde, wir brauchen noch ein bisschen Abwechslung und deshalb hier mal wieder eine Fahrt auf der Strecke Trier-Gerolstein. Hier auch nebenan direkt wieder das Ausbesserungswerk oder herzlich willkommen bei der Deutschen Bundesbahn Regio Eifel im Regionalexpress 12 340 nach Köln. Unsere Halte sind bis Gerolstein, Ehrang, Speicher, Philippsheim, Bitburg und Densborn. Nächster Halt ist Ehrang. Wir wünschen allen Fahrgästen eine angenehme Fahrt. Ja, das Ausbesserungs- bzw. Untersuchungswerk. Ob das jetzt für Lokomotiven ist oder Wagen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich denke, das ist eigentlich für Lokomotiven. Wahlweise werden dann da wahrscheinlich auch mal, ja, oder wird unter die Wagen kurz geschaut. Kommt ganz drauf an. So, hier drüben nochmal ein Containerzug, 151er Doppeltraktion sogar. Und ich merke gerade, die Bahnhofsanzeige stimmt mal wieder nicht ganz genau. Trier-Ehrang, ja gut, das ist dann hier vorne erst hinter dem Güterbahnhof. Genau, hier rechts würden jetzt die Gleise in den Güterbahnhof selbst abzweigen. Hier vorne haben wir jetzt gleich nochmal eine wunderschöne Übersicht über die verschiedenen Gleise. Das sind ziemlich viele. Ja, klein, aber fein war der Einblick. Ich weiß, es sieht im Train Simulator immer nicht so angenehm aus, wenn die Gleise da leer sind. Aber ansonsten würden wir hier ein Problem mit einem Arbeitsspeicher bekommen. Der, also wie ich es immer gerne sage, der Train Simulator futtert immer nur 4 GB und bei 3,4 GB ist meistens schon Schluss. Der restliche Teil ist dann mit dem eigentlichen Programm belegt. Man muss auch dazu sagen, die Strecke hier Trier-Gerolstein unterscheidet sich ziemlich von der Strecke Koblenz-Trier. Also wir haben hier einige Details, die... Nächster Halt, Ehrang. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, einige Details, die halt so nicht gezeigt wurden auf der Strecke Koblenz-Trier. Dafür halt hier, wie unter anderem hier drüben die Häuserreihen. Ich glaube nicht, dass wir die in der Aerosoft-Strecke sehen. Vielleicht ist es auch ein Fehler in der Strecke hier. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ist nicht, ja, die Strecke, die ich am liebsten fahre. Und hier drüben steht der nächste Intercity. Wir müssen allerdings erstmal anhalten. So, heute Gleis 3. Oh, der Triebwagen quietscht aber. Zumindest die Bremsen. Gut, gut. Ja, die Türen sind aber auch schmal hier an den Triebwagen. Ich weiß gar nicht, ob da zwei Personen zeitgleich durchpassen. So, Trier-Ehrang. Na, in die Bahnsteigsunterführung wollten wir jetzt nicht hinein. Das war nicht beabsichtigt. Ich finde auch immer diesen Schornstein hier oben richtig schön.
Ich frage mich, für was man hier diese Auspuffserweiterung, sage ich jetzt mal, angebaut hat. Wieso man nicht einfach direkt den Auspuff nach oben durchgezogen hat und die Abgase dann direkt abführt. Wieso man da hier diesen Knick nochmal hineinbringt. So, hier oben nochmal die Lüfter. Die Ventilatoren drehen sich sogar. Ja, die Türen sind noch offen. Ja, wie es scheint, haben wir heute einen ziemlich breit gespannten Fahrplan. Also kleinere Fehler können ganz einfach ausgebessert werden. Lange Wartezeiten, wie es scheint. Nun gut. Und zu die Türen. Wieder zurück von dem Führerstand wird die Bremse gelöst. Der Zugkraftwähler in Stellung 0 gebracht. Und anschließend geht's los. Ab hier darf dann mit 80 Stundenkilometern weitergefahren werden. Und wir zweigen jetzt auf die eigentliche Strecke Trier-Gerolstein ab. Ja, die Gleise in Richtung Koblenz führen jetzt auf der rechten Seite weiter. Und bei uns endet jetzt hier gleich die Elektrifizierung. Mit anderen Worten, dort ist dann Schluss für Elektrofahrzeuge. Also eine E-Lok wird hier nicht fahren. Hier vorne jetzt schon die Elektrifizierungsendtafel. Also hier dürfen Triebfahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer nicht weiterfahren. So, Ankündigung auf 60. Und dann hätten wir hier unsere zwei Gleise. So, Streckenkilometer 162,4. Und für uns soll es heute bis nach Gerolstein gehen. Zum Bahnsteig 2. Das sind. Wie weit ist denn das insgesamt? Ich hoffe mal, dass die Anzeige jetzt nicht lügt. 63 Kilometer. Ja. Also fahren wir bis ungefähr zum Kilometer 100. So, und ab hier gelten dann die 60. Und ein Gegenzug. Zwei Nahverkehrswagen und eine BA218. So, Führerscheinlicht nicht vergessen. Ein relativ kurzer Tunnel. Wir haben es gleich geschafft. Gleich geht's wieder raus aus dem hohlen, finsteren Tor. So, hier auch Notbremsüberbrückungsabschnitt. Überbrückungsabschnitt. 80 darf wieder gefahren werden. Und da kommen wir angesaust. Vorne dran, wie immer, die Scharfenbergkupplung. Oh, Kurvenüberhöhung, schön. Naja, den Abschnitt hier sind wir, glaube ich, auf der Strecke noch nie gefahren. Daher meine Begeisterung.
Können wir hier auch das Licht wieder ausschalten? Das Vorsignal zeigt grün. Hier auch wahrscheinlich nochmal eine Antenne für den GSMR-Funk. Also den Funk, mit dem sich die Triebfahrzeugführer mit der Leitstelle bzw. dem Fahrdienstleiter unterhalten. Ja, hier auf der rechten Seite wahrscheinlich ein Radweg. Hier geht's schön entspannt durchs Gelände. Ähnlich wie mit dem Zug. Ja, typische Ausstattung eines Regionalzugs. Genau dieselbe Sitzbepolsterung wie bei der wie bei anderen Fahrzeugen der DB Regio AG. Immer dieses dunkelblau bzw. blau karierte. Und hier oben natürlich die Kopfstützen aus Leder. Na, Kunstleder natürlich. Tische aus Holz. Jeweils voneinander getrennt. Ich glaube, sind sogar. Ne, hier sind sie nicht zum Einklappen. Okay, wie heißt denn die nächste Ortschaft? Kordel. Ja, wir halten allerdings hier nicht. Unser nächster Halt ist dann erst Speicher. Ja, das Horn klingt auch sehr schön. Ich musste das jetzt einfach mal ausprobieren. Und gleich nochmal. So, wieder 80. Einmal schön beschleunigen. Ja, und auch das Wetter ist wie oftmals ziemlich trocken. Es regnet nicht, die Sonne scheint. Wir haben eine wirklich entspannte Fahrt vor uns. Hier schon wieder die nächste Antenne. Oder beziehungsweise der nächste Funkmast. Unsere Fahrt führt weitestgehend durch das Tal. Wir werden also fast die ganze Zeit rechts und links die Berge haben. Natürlich schön geschmückt mit Bäumen. Ja, 13 Kilometer noch. Okay. Die Anzeige stimmt mindestens. Auf der linken Seite jetzt hier ein paar Nadelbäume. Aber ich glaube, man hätte die Scheinwerfer etwas heller strahlen lassen können. Die scheinen mir ein wenig dunkel zu sein. Ui,
die erste schöne Brücke. Und hier rechts kommt eine Bundesstraße. Und wir dürfen schon wieder abbremsen. Auf 70. PZB wachsam. Wir sind sogar unter 70. Hier auch wieder auf der rechten Seite ein Fernsprecher. Ui, es geht bergab. Okay. Das Ganze schön austariert. Hier stehen aber auch wirklich viele Funkmasten. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns hier die ganze Zeit im Tal befinden und dadurch natürlich der Empfang ziemlich eingeschränkt ist. Und wenn man mal bedenkt, wie viele Funklöcher es im deutschen GSMR-Netz gibt, dann wird es einem auch bewusst, wie wichtig das Ganze ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so angenehm ist, wenn man irgendwo mit einem Triebfahrzeug steht und dort kein Empfang ist. Weder auf dem Handy noch beim Zugfunk. Ja, wir sind eigentlich zu schnell gewesen. Auch wenn wir jetzt hier 80 fahren dürfen. Der Strecke haben wir eine richtige Berg- und Talbahn. Oder das Ganze ähnelt hier sehr, sehr stark einer Berg- und Talbahn. So oft wie es hier rauf und rab geht. Und die erste Pfeiftafel. Miep, miep. Der Bahnübergang ist doch sogar beschrankt. Na gut. Die Bahnsteigs... mein Gott. Wieso sage ich immer Bahnsteigs? Die Bahnübergangsautomatik kann ja auch mal aussetzen. Von daher ist es schon besser, wenn man da mal mit der Pfeife pfeift. Also ein akustisches Warnsignal von sich gibt. Jetzt geht's wieder bergauf. Und ihr hört auch schon, der Motor schaltet in höhere Drehzahlen. Und der nächste Tunnel. Einmal Führerstandslicht einschalten. Kühlertunnel. Oh, hier nebenan sogar ein Radweg, oder? Oder eine kleine Straße. Ich tippe mal eher auf einen Radweg. Für eine Straße wäre es dann doch etwas zu schmal. Beleuchtung kann wieder ausgeschaltet werden. Ja, noch 6,5 Kilometer. Das ist genug. Und der nächste Mast.
Ja, die Kontrastverhältnisse von den einzelnen Büschen und Bäumen, die stimmen nicht so ganz. Das muss ich wirklich an der Strecke hier bemängeln. Das gefällt mir wirklich nicht so. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal lobenswert, dass teilweise 3D-Modelle verwendet wurden. Wir haben hier nämlich auch noch sehr viele 2D-Modelle, die sich dann entsprechend der Blickrichtung anpassen. Oh, Langsamfahrstelle an 70. Können wir gleich in die Bremsstellung gehen. So, da hätten wir die 70. Können wir den Motor in Leerlauf lassen. Und dann, sobald wir die 70 erreicht haben, wieder ganz leicht aufschalten, damit der Triebzug automatisch die Geschwindigkeit hält. Ein ungefähres Gefühl entwickelt man nach einer Zeit dafür. Also nicht davon abschrecken lassen, wenn es nicht gleich klappt mit dem Geschwindigkeit halten. Es ist tatsächlich wirklich nur eine Sache der Übung. So, wieder 80. Die PZB hat jetzt auch aufgehört zu blinken. Also der 85er Leuchtmelder. Ah, hier steht sogar eine Familie. Wahrscheinlich Mutti, Kind und Vati. Also hier passt es von den Farben ziemlich gut. Also bezogen jetzt auf die Vegetation. Es gibt wirklich Stellen, da passt das echt nicht. So, wieder Tunnel. Hier haben wir auch wieder die Hektometertafeln mit den entsprechenden NBÜ. Signalisierung, also die orangenen Streifen. Das bedeutet einfach, dass im Falle eines Betätigens der Notbremse der Zug außerhalb des Tunnels zum Stehen kommen soll, weil dann dort unter anderem Feuerwehr nicht drankommt, wenn denn der Zug brennt oder ein medizinischer Notfall besteht. Aber bei manchen medizinischen Notfällen ist es sogar teilweise besser, bis zum nächsten Bahnhof zu fahren. Weil wenn man hier so auf der freien Strecke, sag ich jetzt mal, die Notbremse zieht und dann ja ewig, sag ich jetzt mal, hier rumsteht und auf den Krankenwagen wartet, bis der endlich mal irgendwie durchs Gelände gekommen ist, da kann mehr Zeit vergangen sein, als wie wenn man den schon während der Fahrt ruft und sagt, ja, hier an dem und dem Bahnhof werden wir dann aussteigen bzw. den Zug zum Halten bringen. So, wieder 70. Beleuchtung einschalten. Nächster Halt. Speicher. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, wie weit haben wir es denn noch? Ja, ist gar nicht mehr weit. Beleuchtung wieder aus. Und Zugbremse leicht gezogen.
So, wir versuchen vor dem Bahnübergang anzuhalten. Oh, hier fliegt eine Person. Ziemlich langer Bahnsteig. Und anhalten. Klasse. Die Türen gehen auf, die Fahrgäste steigen in und aus. Speicher. Ja, und auch genau das sollten wir mal machen. Fortschritt des Szenarios speichern. Ja, ihr merkt es wahrscheinlich schon, ich habe es ein klein wenig mit dem Hals. Grippephase, aber auch das geht vorüber. Ja, die Halsschmerzen könnten vielleicht auf eine bevorstehende Grippe hindeuten bei mir, aber ich hoffe es mal nicht. Wir werden das alles schon locker überstehen. So, weiter geht's. Dann lassen wir schön den Dieselmotor aufheulen. Also hier stehen aber viele Mülleimer. Kenne ich gar nicht so von der DB. 1, 2, 3, 4 Mülleimer. In einem Abstand von, ich glaube, 100 Metern. Wenn überhaupt 70 ab hier. So, und in dem Streckenabschnitt hier sind wir ja schon mal gefahren. Ich glaube, hier vorne müsste dann gleich ein weiterer Bahnübergang kommen. Mal schauen. Ah, hier kommt er. Pfeifen müssen wir allerdings nicht. Oh, hier drüben sogar ein Traktor. Oh, wunderschönes Tunnelportal. Friedrich-Wilhelm-Tunnel. 333 Meter. Das Tunnelportal müssen wir uns mal etwas genauer anschauen. Ja, hier links und rechts zwei Wappen, oben zwei schöne Türmchen und dann hier die einzelnen Zinnen. Ja, da vorne kommt das nächste Tunnelportal. Ja, das ist auch ein wirklich markantes Merkmal an dieser Strecke. Wir haben hier ziemlich viele Tunnel. Natürlich nahegelegen bei so vielen Bergen in der Umgebung. Und ich sehe gerade gar nicht, wie schnell wir fahren. Ich glaube 70. Ja, 70. Demzufolge können wir noch 10 Stundenkilometer schneller fahren. Es ist aber auch dunkel. Mal die Führerstandsbeleuchtung einschalten. Dafür ist sie ja schließlich da. Und da kommt schon Philippsheim. Unser nächster Halt. Unser Zugbegleiter wird sich auch gleich nochmal melden. Nächster Halt. Philippsheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, das war er. Wie angekündigt. Unser Bahnsteig ist hier nicht so lang. Von daher sollten wir darauf achten, dass wir ungefähr passend anhalten. Hat gut geklappt, ja. Der Train Simulator erkennt mal wieder nicht, dass die Tür hier sich noch auf dem Bahnsteigsgelände befindet. Der registriert nur, dass das erste Fahrzeug ja über die Markierung hinaussteht und öffnet deswegen die Tür nicht.
Das finde ich immer ein bisschen schade. Vor allen Dingen bei ziemlich langen Zügen, wo man dann wirklich auf den Türabstand genau halten muss. Ja, da reagiert er dann einfach manchmal nicht mehr. Schade eigentlich. Hier drüben ist auch ein bisschen vom Gras in den Schienen zu sehen. Das hätte GBE wirklich etwas besser machen können. Hier nochmal kurz auf die Scharfenbergkupplung gezoomt. Ja, selbstverständlich fahren wir im Dienste der DB Regio AG. Die Zugzielanzeigen sind hier ausgeschaltet, weil das aktuelle Triebfahrzeug von der Strecke Hamburg-Lübeck stammt. Und wir dort nur die Ziele wie Ahrensburg, Bad Oldesloe, Hamburg oder Lübeck zur Verfügung hatten. Und da das dann doch ziemlich unrealistisch aussieht, habe ich hier einfach mal die Zugzielanzeige leer gelassen. Nächster Halt ist dann Bitburg. Ja, die Gegend hier ist natürlich sehr für Getränke bekannt. Also Orte wie Gerolstein und Bitburg sagen einem da ja was. Die sollten nicht unbekannt sein. So, bei 80 ist Schluss. Wie weit ist es denn insgesamt noch? Naja, 4 Haltestellen haben wir schon abgeklappert. 3 liegen noch vor uns. Das andere ist ein planmäßiger Halt an einem Signal. Deshalb hier nicht wundern. Noch 38 Kilometer. Dann ist unser Dienst beendet. Die ungefähre Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Strecke liegt so zwischen 70 und 80 Stundenkilometern. Viel schneller und viel langsamer fahren wir eigentlich in der Regel nicht. Schon der nächste Haltepunkttafel. Na, wie hieß doch gleich der nächste Ort? Na ja, gut, Bitburg ist der, wo wir anhalten. Ich wollte jetzt aber eigentlich den nächsten auf der Strecke. In Hüttingen fahren wir gleich durch. Kurz die Passagiere am Bahnsteig warnen, damit die etwas Abstand von der Bahnsteigkante nehmen. Das wird vor allen Dingen auch gemacht, wenn die Sichtverhältnisse ziemlich schlecht sind. Wenn es zum Beispiel Winter ist, es ist schon dunkel. Dazu vielleicht sogar noch dann Nebel. Ja, dann sollte man schon mal schauen, dass man vor dem ein oder anderen Bahnsteig das Horn betätigt. Einfach damit die Fahrgäste Abstand nehmen. Weil man sieht den Zug ja auch nicht mal gleich. Und mit Bremsen wisst ihr ja, die Bremswege sind lang. Vor allen Dingen bei Güterzügen.
Oh, eine Langsamfahrt angekündigt. Und einmal auf 60 runter. Führerscheinsbeleuchtung wieder eingeschaltet. Ich hoffe mal, die blendet euch nicht zu sehr. Falls ja, entschuldige ich mich bereits jetzt schon dafür. Aber hier in den Ebola-Fahrplan hätte man auch irgendwas reinbringen können. Oder beziehungsweise ins maschinentechnische Display. MTD. So, Licht wieder aus. Ihr habt es geschafft. Den Tunnel habt ihr überstanden. Oh, wieder so ein schönes Tunnelportal. Sollte es öfters geben. Das kennt man unter anderem auch von der Rheinstrecke. Da gibt es auch sehr, sehr viele von diesen schönen Portalen. Ach ja, okay, wir haben so oder so Halt zu erwarten. Dann können wir hier auch. Nächster Halt. Witzburg Erdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Auch etwas langsamer einfahren. Sollte natürlich auch nicht zu langsam sein. Immerhin wollen auch die Fahrgäste irgendwann pünktlich mal an ihrem Ziel ankommen. Aber auf jeden Fall sollten wir es jetzt nicht mit der Geschwindigkeit übertreiben. Ach, okay. Hier können wir dann die Beleuchtung ein- und ausschalten. Naja, es müsste eigentlich hier der Knopf sein, ich glaube, von Notruf. Gut, den Rest können wir leider nicht bedienen. Und der nächste. Jetzt fahren wir hier richtig in Sonnenschein rein. Davor die ganze Zeit durchs düstere Tal. Wieder Baureihe 648 und das meinte ich. RE 8 nach Ahrensburg steht hier dran. Selbst dafür ist es die falsche Richtung. Und deswegen hier keine Zugzielanzeige vorgewählt. Also hier könnt ihr übrigens mit Steuerung Shift und der Taste Nummer 6 wechseln. Das muss ich jetzt an der Stelle echt mal sagen, das ist wirklich ein bisschen fies gemacht. Die Fahrgäste dürfen nur bis hierhin. Aber man hat hier hinten trotzdem noch den Bahnsteig. Und eine Haltepunkttafel wurde hier, glaube ich, wurde gar nicht aufgestellt. Gut, im Normalfall hätte man jetzt eigentlich hier vorm Hauptsignal angehalten. Besonders dann, wenn es rot wäre. Aber okay. Das ist richtig tricky. Ich dachte jetzt wirklich, wir könnten hier noch bis nach vorne durchrollen. Aber nein, dem ist nicht so. So, wir dürfen wieder beschleunigen auf 40 Stundenkilometer. Und dann können wir uns im Anschluss aus der PZB, also aus dem restriktiven Modus der PZB befreien.
Ein Bahnübergang. Sehe ich jetzt erst. Wir haben hier sogar kleine Tafeln von GBE. Hier steht im Normalfall sonst der Name des jeweiligen, ich sag mal, Bahnübergangsherstellers. Genau, und unser nächster Halt wäre dann in 9,3 Kilometern. Das wäre dann der geplante Signalhalt. Und darauf folgt dann Densborn. Sowie zu guter Letzt Geroldstein am Bahnsteig Nummer 2. Also zwei Halte jetzt noch auf ungefähr 30 Kilometer verteilt. Und eine Pfeiftafel. Genau, Streckenkilometer 130, also geht's für uns noch bis zum Streckenkilometer 100. Es sei denn, es erfolgt während der Fahrt ein Kilometrierungswechsel, was ich doch mal stark bezweifle. Das sieht jetzt hier aus wie eine Moorlandschaft. Rechts und links so, naja, ziemlich komische Gräser. Hier, wie es scheint, eine Autobahnbrücke. Oder eine andere Schnellstraße. Das nehmen wir doch gleich mal näher unter die Lupe. Oh, ja, das sieht mir ziemlich stark nach einer Autobahn aus. Sogar mit animierten Autos. Okay. Und da kommt unsere Triebzugeinheit. Ja, bisher ist auch alles wie angekündigt verlaufen. Ruhige Fahrt. Alles ganz gelassen. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Wir können an der Stelle auch das Licht ausschalten. Wir haben hier jetzt keine weiteren Signale im Tunnel zu erwarten. Und den Fahr- und Bremswähler haben wir ja eh bereits in der rechten Hand. Hier kommen auch schon die Signalbarken. Mit anderen Worten, das nächste Signal steht außerhalb des Tunnels. Aber mich wundert es, dass hier noch grün ist. Ich dachte nämlich, wir hätten einen Signalhalt. Naja, vielleicht am nächsten Hauptsignal erst. Ich habe mich jetzt gewundert, wieso hier kein Pfeiftafel stand. Lag wahrscheinlich daran, dass der Bahnübergang schon dicht gemacht wurde. Oh, jetzt brauchen wir aber wirklich ein bisschen Power vom Triebzug. Nochmal schön hochschalten. Wir zuckeln gerade bei 45 Stundenkilometern herum. Na gut, sind ja noch ein paar Kilometer bis zum Signal halt. Von daher müssen wir uns noch gar nicht verrückt machen.
ist noch genug Zeit. Und der nächste. Kühlburger Tunnel. Hier links war auch gerade eine Weichenheizung zu sehen. Ich denke mal, die sehen wir auch gleich bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof noch einmal. Dann können wir uns die etwas genauer anschauen. Na gut, ausgerechnet. Achso, nee, hier doch. Hier ist er. Das sind diese kleinen Kästen. Feuergefährliche Stoffe. Kommt immer ganz drauf an, mit was die Weichen hier beheizt werden. Oh, ein teilweise beleuchteter Tunnel. Auch wenn man von der Beleuchtung nicht sehr viel mitbekommt. Abgesehen von den weißen Strichen am Geländer. Zugziel können wir hier leider auch nicht eingeben. Hier sehen wir auch noch die Fahrzeugnummer. Baureihe 648, Fahrzeug 961-0. Ich finde, der Triebwagen eignet sich zumindest für uns als Lokführer oder auch Triebfahrzeugführer sehr für Panoramafahrten, denn wir haben einen ziemlich weiten Blickwinkel und auch die PCB funktioniert einigermaßen ordentlich für die Verhältnisse von Dovetail Games Fahrzeugen.